Guten Tag, Baumann, Lehrer in Berlin, herzkrank. Gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, habe ich in anderen Videos schon gemacht. Kommen wir zum Punkt. Mein Arzt sagte mir, Corona wäre 10-mal so tödlich wie eine Grippe. Okay, lassen wir mal so stehen, ja? Die tatsächliche Tödlichkeit können Sie mir ja gerne in die Kommentare reinschreiben, die entsprechenden Studien, die es zu diesem Thema gibt. Es wird den einen oder anderen interessieren, interessiert mich aber an dieser Stelle nicht so sehr. Mich interessiert die Frage, ab welcher Tödlichkeit ist es denn berechtigt, eine Pandemie auszurufen? Oder eine Epidemie von nationaler Tragweite oder weiß der Teufel was? Ab welcher Tödlichkeit ist es dann gerechtfertigt, Notstandsgesetze durchzusetzen? Ab welcher Tödlichkeit ist es denn gerechtfertigt, die Demokratie einzuschränken? Das sind alles Fragen, die sollten uns aktuell beschäftigen. Weil wenn jetzt die nächste Grippewelle kommt und die ist 3-mal so tödlich wie eine normale Grippewelle, müssen wir dann handeln? Oder ist das okay? Was ist, wenn die 20-mal so schlimm ist? Bleiben wir dann alle zu Hause und tun gar nichts mehr? Also ich kenne da jetzt keine Regeln und Anordnungen und Dinge, an die man sich da halten könnte. Aber darüber werden wir wahrscheinlich nachdenken, wenn diese Panik hier abgeklungen ist. Ne? Das wäre ja ganz vernünftig, das mal zu tun. Ist es jetzt richtig, bei jeder Grippe so zu handeln, weil die ist ja auch schon tödlich? Und ist es jetzt richtig, Tote auszuweisen mit dem Label, ist mit einer Grippe gestorben, ist mit einer Influenza gestorben, ist mit Rhinoviren gestorben, ist mit, weiß der Teufel was gestorben, ist mit MRSA-resistenten, antibiotikaresistenten Keimen gestorben. Das wollen wir alles wissen in Zukunft, oder? Oder auch nicht? Darüber müssen Sie diskutieren, dringend. Das ist interessant. Weil wenn wir tatsächlich solche Dinge tun werden in Zukunft, dann wird es schwierig, die Demokratie zu erhalten. Wie stehen Sie dazu?